Hier eine kleine Timelapse, um einfach mal zu zeigen, wie schön Timberborn doch ist. Und gleichzeitig werden dabei viele Gebäude fertig. Hallo und herzlich willkommen zu Timberborn. Ja, dreht er wieder am Rad, ich weiß. So, ich habe da mal was vorbereitet, wie immer. Und zwar gehen wir das mal durch. Hier kommt eine Druckerpresse hin und eine zweite. Da habe ich mich entschieden, nicht mit der Taste F die Gebäude zu spiegeln. Falls noch jemand nicht mitbekommen hat, ich habe ja auch die Mod Mirrored Buildings installiert. Bedeutet, wenn ich hingehe und baue jetzt ein Haus, zum Beispiel sowas, und will den Eingang auf der anderen Seite haben, dann drücke ich F, wird das gespiegelt. Ne? Wollte ich aber hier nicht tun, denn ja, sonst hätte ich das hier auch spiegeln müssen. Ne? Im Eingang her, da ist es auch nicht gespiegelt, von daher kann das so bleiben. Aber auf jeden Fall Plattformen und eine Druckerpresse. Ich würde sagen, die können wir auch mal priorisieren, warum nicht? So, dürfen die Plattformen diesmal nicht darunter vergessen, sonst wird das nix. Ja, ihr wisst, wie oft ich das schon vergessen habe. So, was habe ich noch vorbereitet? Ja, hier habe ich noch Bücher ausgewählt zum Einlagern, da war noch nichts gewählt. Hier bei dem Großen habe ich Sprengstoff gesagt. Und ich habe mir angeschaut und habe dann gesehen, das Lager für Sprengstoffe war voll. Und ja, jetzt haben wir halt mehr. Dann habe ich hier noch ein bisschen was an Deko platziert. Das muss dann auch erst fertiggestellt werden. Aber während die Biber duschen, können die gerne ihre Boni mitnehmen, ne? Und es sieht wie immer cool aus. Wobei mich gerade etwas stört, wenn ich da ein zweites Mal drüber schaue. Das muss gespiegelt werden. Ihr kennt mich. So. Nicht überall, aber hier bietet es sich an. So. Dann habe ich ja letzte Folge gesagt, wir gehen hin. Beziehungsweise ich möchte irgendwie die Monumentenboni hier ins Wohndistrikt reinbekommen oder ins Wohnareal, nennen wir es so. Und habe einen Weg gefunden. Und zwar habe ich die Dachterrassen abgerissen, hier vorne die Dächer abgerissen und dafür Monumente gesetzt. Da setzen wir jeweils zwei, damit das cool aussieht. Natürlich, ne, hier niedrig priorisiert, weil soll erstmal eine Seite fertig werden. Und um die zwei Dachterrassen zu kompensieren, und da hilft uns auch schon wieder die Leiter-Mod, die Leiter-Mod von Tobbert. Oh, ich liebe diese Mod. Hier einfach eine Leiter zum bestehenden Pfad gesetzt. Und dann eine Dachterrasse auf Plattformen. Und dann noch, ja, zwei Vogelscheuchen als Deko nebendran. Und dann können die hier hoch, runter und so weiter. Was mir auch aufgefallen ist bei dieser Leiter-Mod, wenn ich jetzt hier den Pfad wegnehme, haben die trotzdem noch Zugang, ne? Das heißt, man muss diese Pfade, diese Geländer gar nicht bauen. Ich muss ehrlich sagen, die hatten mich auch immer ein bisschen gestört. Man sieht damit zwar, okay, hier ist ein Pfad gesetzt, ne? Aber man möchte es nicht überall haben. Und hier ist das optimal gelöst, denn es ist sowieso verbunden an der Stelle. Ich muss da keinen Pfad extra setzen. Zumindest zeigt er mir nicht an, dass es nicht verbunden wäre, bei fertigen Gebäuden und bei nicht fertigen. Von daher schauen wir nachher mal, ob die das wirklich benutzen können. Dann habe ich hier auch noch ein bisschen gebastelt. Und zwar, hier sind Leitern dazugekommen, hier auf der Seite auch, damit ich noch zwei Lagerhäuser habe. Denn unser Heiler, der, ja, wenn er Löwenzähne hätte, der möchte irgendwo seine Medizin einlagern und hier bietet es sich halt an, ne? Wobei ich sehe gerade, Medizin wird in den Tanks gespeichert, oder? Ja, natürlich. Echt jetzt? Moment, wir schauen nach. Ganz vergessen, mittlerer Tank, wir probieren es mal. Tatsächlich, hier kommt Medizin rein. So, mit der Mirror Mod, ihr seht, kann ich das hier auch drehen. Ist das cool? So, hier auch Medizin, warum nicht? Sieht das noch
ansehnlich aus. Also ich find's cool. Kann man so lassen. Ja. Fast höher als die Monumente. Das ist ein bisschen weird, aber naja, nee, ist egal. Ich find's cool. Bleibt so. Also Medizin und Medizin und hier unten, keine Ahnung, was wir dann da rein tun. Gute Frage. Vielleicht noch irgendwie Nahrung oder Bücher oder irgendwas. Oder hier Löwenzähne, weil die Medizinmänner da... Komm, Löwenzahn. Löwenzahn. Ja. War nicht perfekt gesungen, aber was soll's. Sammlerfahne. Hatte das die Sammlerfahne gemacht? Moment. Löwens. Ne, Sonnenblume. Das war bei Bäume und Büsche. So. Erforderliches Gebäude Förster zum Pflanzen. Und dann? Kann ich da irgendwo... Wo war die Info? Fertig gewachsen in 3 Tagen. Wird gesammelt von Sammlerfahne. Hatte ich die Sammlerfahne abgerissen? Ja, ne? Das war natürlich clever von mir. Wir haben nur das kleine Feld hier Löwen... Doch, hier ist auch noch Löwenzahn. So, dann geht mal bitte hin. Man muss halt immer hier rüber, um zu sammeln dann. Setzen wir den in die Mitte und setzen ihm... Was wird hier gelagert? Sprengstoffe. Ist da was? Wir gehen noch hin und sagen... Hier sind 2 Lager für Löwenzahn. Und das hier, wir lassen mal schnell laufen. Reiß ich ab. Setze dann hier, kommt ja dann bis da oben hin. Kann ich das überhaupt abreißen? Ne, ich kann es auch hier hinsetzen, sehe ich gerade. So. Dann mach das nicht. Der Löwenzahn. So. Dann kann der das alles nämlich endlich mal sammeln. Dann sehen wir weiter. Da brauchen wir noch irgendwo, das hier können wir auch vergessen, soweit kommt der Förster nicht. Aber nichts. Wenn ich jetzt eins hier auslasse, dann müsste der irgendwann auf das normale Land überspringen, weil es nicht explizit angebaut wird. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten, wo kann ich denn sonst noch was tun? Das hier stört mich auch ein klein wenig. So, okay. Gefixt, so wie das hier ist, ne? Ihr seht es schon. Wachsen die Bäume ja auch oder ist hier noch gepflanzt? Bäume. Ne, hier ist keine Pflanzung mehr. Okay. Und da können wir eigentlich schon mal verbinden, damit die einen kürzeren Weg haben. District Gate, einen Pfad. So. Dann passt das. Sehr schön. Hier wäre noch eine Wasserpumpe zu bauen. Ihr seht schon, ich habe hier verschiedene Funktionen. Das ist auch wieder eine Mod. Ich kann nämlich in der Dürre oder... ja, also bei der Dürre sagen, verhalte dich so und so. Bei Nicht-Dürre verhalte dich so und so. Da gibt es ein paar Optionen für die Wasserpumpe und für die Schleusen. Schauen wir uns irgendwann mal an, wenn wir da hinkommen. Im Moment läuft ja alles gut. Dürren sind jetzt nicht so lange, als dass die uns Probleme bereiten, denn... Wir sind ja gut eingestellt, vorbereitet. So, hier wieder ganz vergessen, den Strauch wieder hinsetzen. Okay. Hier wird so langsam alles fertig, wie man sieht. Die Antriebswellen, alles haben sie schon gebaut. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Macht aber nichts. Irgendwann werden sie es schon aufheben. So, und hier kommen sie nicht dran, ne? Was habe ich da gemacht? Ah, sie müssen hier runter. Würde ich doch sagen, bekommst du hier noch eine Treppe. Oder ihr lieben Biber, bekommt eine Treppe. Und dann dürftet ihr da rankommen. Wenn nicht, müssen wir kurz den Rohrholzzaun wieder abreißen. Schauen wir mal. Und hier kommen sie auch nicht ran, ne? Ah doch. Scheint. Hier kann das gebaut werden. Das in der Mitte bin ich mir unsicher. Obwohl, hier sind schon 18 von 50 geliefert. Frag mich nur gerade. Ach so, eins können sie hochbauen. Die laufen dann wahrscheinlich hier hin irgendwie. Jetzt bin ich gespannt, ob sie schlau genug sind, zuerst das hier fertig zu stellen.
Anscheinend nicht. Stopp, stopp. Das hier zuerst, bitte. Die hätten das jetzt schon wieder fertig gebaut und dann gemeckert, ja, ich komme da hinten nicht ran. Hundertprozentig. So, und da kommt er. Ja, so ist brav, so ist brav. So, dann kann ich die beiden auch wieder freischalten. Und da müsste er rankommen, diagonal zum Bauen. Hoffe ich doch. Ich hoffe es einfach mal. So, automatisch gespeichert. Sehr schön. Hier kommen sie. Ne, hier geht es nicht diagonal. Das ist schade. Gut, dann muss das wohl abgerissen werden. Setzen wir den mal auf hohe Priorität. Und dann, ich muss gleich dran denken, dass ich den auch wieder baue. Sonst ärgere ich mich wieder. So, und hier zur Deko können wir das gleiche tun. So ein bisschen einzäunen, weil was einfach, weil was können. Und vielleicht hier so. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Hier geht's nicht. Muss abgerissen werden. Oh, 25. Das ist ja Wahnsinn. So, nächste Dürre, ja. Hier nicht vergessen. Zaun, Dekoration, Zaun. So. Jetzt liegt das gute Zeug hier unten. Das ist unglücklich, aber das will man machen. So, einmal sprengen, bitte. Und hier könnt ihr bitte abreißen. Wobei, da ist auch noch ein Baum, den habe ich vergessen. So. Und den nebendran eigentlich auch. Komm, wir müssen da ja nachher irgendwie dran vorbei. Beziehungsweise wollen da irgendwas bauen und so weiter und so fort. Und dann müssen die sowieso weg. Von daher können wir das gerade auch alles markieren. So. Okay, dann irgendwann führen wir hier Bade entlang. Sieht schon cool aus, ey, was wir hier bauen. Wahnsinn. Oh, und das ist schon fertiggestellt. Hahaha. Und hier, das geht auch gut vorwärts. Wobei 400 Bretter, aua, das tut weh. Es wird alles aufbrauchen. Aber ja, wir stellen ja währenddessen auch noch her. Ne? Von daher... Ihr das auch priorisieren, bitte. Dann könnt ihr euch nämlich danach um das Dynamit und alles kümmern. Wieso muss ich das wirklich abreißen? Nö. Aber ich habe vergessen, irgendwas wollte ich hier ursprünglich anders machen. Habe ich, glaube ich, auch in der Folge erwähnt. Ich weiß nicht mehr was. Ich habe es echt vergessen. Wahrscheinlich wisst ihr das eher als ich. Schande. Schande, Schande, aber was will man machen? Es ist halt einfach so. So, das hier könnte man dann auch irgendwann bauen. Ist aber immer sehr teuer. Metallblöcke, wie viel haben wir denn davon? 186 Zahnräder. Boah, ey, schaut mal, Zahnräder. Da geht's ab. So, Papier wird bald auch nicht mehr überproduziert. Es müsste eigentlich gut aufgehen. Mit Dynamit und Papier. Den Drucker pressen. Mich wundert es, dass es jetzt schon relativ wenig wird. Liefer ich Papier ins andere Distrikt? Nee, weil, wenn wir gucken, muss man nochmal nachschauen. So eine Papierpresse, zwei Papier in 1,6 Stunden. Und der verbraucht in 3 Stunden ein Dynamit. Das heißt, wenn ich eins davon baut, also in 3,2 Stunden hat der 4 Papier und der verbraucht 3 Papier in 3. Das heißt, es bleibt ein bisschen übrig. Und der verbraucht in 1,5 Stunden ein Papier. Sollte immer gut gehen. Naja. Warten wir einfach mal ab. Okay, hier hatte ich auch noch was an Lagern gebaut, aber das hier müsste auch fertiggestellt werden, wenn ich das irgendwo nutzen will. Ich lösche den Pfad mal, wie gesagt, hier oben. Schauen wir mal, ob die das trotzdem benutzen können. Vor allem muss hier... das Ganze noch funktioniert, noch eine Leiter gebaut werden. Und zwar so. Ach, diese Mod ist so genial, Leute. Kann's nicht anders sagen. Ich könnte jetzt sogar hier noch hoch und hier hoch. Und das machen wir auch. Was ist denn, wenn ich jetzt hingehe und sage... So, und hier machen wir es verkehrt rum. So, ist verbunden als Pfad. Und dann sagen wir hohe Priorität und dann müssen die da auch hochkommen. So, Leiter. Und dann das gleiche noch einmal.
So. Okay. Und dann kann ich hier wieder, wenn ich möchte, Lager, Speicher. Zack. Ist das genial, oder was? Und jetzt gehen wir auf die Deko. 2x3. Tada. Das ist so cool. Ah, diese Mod. Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Okay, und haben wir hier irgendwo eine Biberstatue? Nö, ne? Könnten wir hier auch wieder Boni verteilen. Und zwar so. Ja. Sehr schön. Das deckt auch einen großen Bereich hier ab wahrscheinlich. Oh, ist das so genial. Das ist so genial. Die Idee ist so simpel und die Umsetzung ist so simpel. Gut, simpel vom Aufwand wahrscheinlich nicht, aber ja. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Es ist einfach cool. Ich kann es nicht genug, oft genug sagen oder wiederholen. So, aber genug gefreut. Ja, es dreht sich. 8 Pferdestärken immerhin. Warum auch immer. Ah, weil das Wasser dann, ja, hat sich hier gestaut, schlägt zurück. Wasserdynamik halt. So, hier habe ich die Leiter, genau. Ah, da sind sie runtergekommen, weil eben die Frage war, wie kommen die da runter? Mit der Leiter, die wir hier gebaut hatten. Und hier ist auch alles fertig. Schauen mal. Ja. Okay. Alles verbunden geht. Gut, das hier ist halt noch nicht fertiggestellt, ne? Das dauert noch. Aber im Prinzip ist das alles verbunden. Und schon mit unseren da habe ich was vergessen. Stimmt's? Wobei, hier ist die... Ja, okay. Ihr seht schon, da habe ich es vergessen. So, das muss man wieder bauen. Das war auch, glaube ich, letzte Folge, ne? Hier, hohe Antriebswelle. Setzen wir die hier hin. Sagen hoch priorisiert und dann ist die hier verbunden. Jawohl, und dann müsste alles... Ja, komplett verbunden sein, um die Energie hier nutzen zu können. Die im Moment noch so gut wie nicht vorhanden ist. Vor allem die Dinge nicht während der Dürre. Irgendwann werden wir die Energie hier rüber übertragen. Also das hier auch miteinander alles verbinden. Hier den riesigen Windpark. Den werden wir auch immer wieder erweitern. Und die Stromspeicher. Wollte ich mich diese Folge drum kümmern? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier geht es schon wieder nicht hoch, ne? Die können eins hochbauen, dann ist Schluss. Müssen wir hier kurz wieder eine Plattform bauen. Das scheint der einzige Nachteil im Moment mit diesen Leitern zu sein. Ne, das hier. Ne. Das hat schon seinen Grund gehabt, warum ich das so gemacht hatte. So. Dann lasse ich das mal weg. Guck, was passiert. Die brauchen wir dann nicht mehr. Können wir abreißen. Haben sie wieder Materialien. Sobald das gebaut ist, können sie hier ran. Vielleicht mal dem Toppert schreiben, dass es cool wäre, dass die eventuell das hier bauen können. So, hier den Pfad weg. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Das gleiche muss ich dann auch hier tun, ne? Die das alles fertigstellen können. Hier fehlt dann noch eine Plattform. Können sie nämlich von hier... Wobei, Moment, von dieser Ebene aus kann er eins nach oben bauen, dann ist das auch gemacht. Okay, das hier machen wir ab. Wobei man ist mittlerweile so gewöhnt, dass man hier Pfade drauf baut, dass es, es wirkt komisch, wenn da kein Pfad drauf ist, ne? Aber warum hier ein Geländer haben? So, hier haben sie auch kein Geländer und können runterfallen. Wenn die Biber so dusselig wären, aber die heißen ja nicht Hui. So, und seht ihr mal, wie schön das werden kann, wenn man einfach ein bisschen wild was platziert und das wachsen lässt? Wachsen lässt, genau. Cool, oder? Ach, schön. Diversität, einfach was Tolles. So, er sagt immer noch nicht verbunden, oder? Keine Arbeiter im Distrikt? Hier sitzt jemand drin. Ist das jetzt wirklich nicht verbunden oder wird gerade nur keine Energie erzeugt? Wäre jetzt meine Frage, die jetzt nicht beantwortet wird. Ne, ihr sagt dasselbe, wenn gerade alles stillsteht. Okay. So, und dann könnten wir uns so langsam Gedanken machen. Ja, weil... Oh, schaut mal. Ich sprenge hier mal. Dann gehen wir hin, machen...
Wieder einen Haufen Dynamit. Hier ebenso. So. Hier möchte ich aber keins anwenden. So. So vielleicht. Ja. Okay. Machen wir das so. Dann hätte ich gerne die Bäume hier gefällt. Weil ich musste eher zum Abriss markieren. Denn ich habe hier keinen Holzfäller, der das machen könnte. So. Zumindest denke ich das. Und damit die hier oben auch... Ah, da kommen sie von hier oben dran, alles klar. Und hier können sie diesen Weg nehmen. Und den verbinden wir mal, damit die eine höhere Reichweite haben. Ich habe die Leiter gebaut bis hierhin. Also machen wir das so. Ja, und ihr seht, die können das hier auch erreichen, ne? Ich brauche hier keinen Pfad, sonst was. So. Was war das für ein Symbol? Hallo? Essen? Genug? Wasser? Genug? Verhungert, verletzt. Ach so, ja, okay. Ja, da musst du besser aufpassen. Dafür kann ich nichts. Ich habe hier Krankenbetten, alles. Ne? Ich bin ein guter Arbeitgeber. Hier, nur 16 Stunden Arbeit. Naja, sagen wir lieber nichts. So, Holzfäller-Fahne. Ja, die eine hat immer gereicht. Komm, die. Oder? Ne, ich reiß die nicht ab. Ich lass die stehen, es tut keinem weh. So. Wird das hier alles gemacht? Das hier würde ich noch hoch priorisieren. Kann das fertiggestellt werden? Boni abgreifen, ihr wisst schon. So, die Vogelscheuchen auch. Diese beiden Sachen. Das hier auch. Oh, das kostet so viel Holz, was wir jetzt schon wieder alles machen. Das hier würde ich alles niedrig einstufen im Moment. So, hier unten habe ich den... Sammler vergessen zu priorisieren. Ich möchte endlich Medizin haben, damit die Ausfälle geringer werden. Okay. Und dann würde ich sagen, wenn ich mal das jetzt vornehme, ne, dann passiert es ja sowieso schon wieder nicht. Ich kenne mich. Wir könnten nächste Folge uns vornehmen. Ne, zumindest mal vornehmen. Hier die Energie, wie gesagt, ins andere Distrikt zu schleusen. Vielleicht machen wir das irgendwie durch einen Pfad und müssen hier einen Haufen umbauen. Damit das unterirdisch und so weiter und so fort. Wir schauen mal, ob wir das geregelt bekommen. Wobei, viel Wasser müssen wir hier nicht trotz Dürre etc. entlanglegen, wie wir das bei anderen Maps oder Let's Plays gemacht haben. Und ich habe hier meine Wasser zwei tief, um das alles feucht zu halten. Ja, und hier ist immer noch Wasser drin. Also das funktioniert im Moment. Und hier haben wir ja auch ein relativ großes Reservoir. Das ist immer noch eins tief, ne? Das Wasser. Oh, nicht mehr ganz. Okay. Ist auch nur eins tief, sehe ich gerade. Müsste man vielleicht irgendwann hier noch eins tiefer machen? Würde ich fast behaupten. Machen wir das tiefer und dann machen wir hier vielleicht mit Deichen etc. zu. Nutzen das als kleines Wasserreservoir oder wie auch immer. Und irgendwann möchte ich sowieso ein Riesenprojekt anfangen. Mit mechanischen Pumpen, alles drum und dran. Vielleicht hier so. Machen wir uns ein riesiges Reservoir mit... oder hier. Hier ist doch schon ein großes, natürliches Reservoir, wenn man das zubaut. Mechanische Pumpe und dann während der Dürre vielleicht diese mechanische Pumpe laufen lassen und dann künstlich das Wasser irgendwo lang führen. Das war... massig Energie damit erzeugen und unsere Speicher auffüllen. So, und wie gesagt, wenn wir das dann mit dem hier... Ah, schaut mal, hier habe ich noch ein Problem. Die Energie hier mit den beiden Distrikten verbunden haben, möchten wir auch hier oben unsere Stromspeicher haben. Richtig? Wird fleißig gebaut. Und, es wurde auch geschrieben, ich guck mal kurz, jetzt ist der Ton wahrscheinlich weg, aber ich habe den Namen vergessen, komme jetzt wahrscheinlich nicht drauf. Ah, ich hab's so nicht, ich hab's nicht mit Namen. Gebt mir ganz kurz hier, nee, nix, Darktide. Der Lars, der gute Lars. Hallo Lars, und zwar hat er gesagt, wir könnten ja hier einfach noch ein bisschen mit Plattform hochbauen, so hoch wie es geht.
Oh, ey, das geht aber riesig. Das geht ja... WoW. Hört ja gar nicht mehr auf. Ja. Sieht aber nicht so toll aus, ne? Denn hier könnten wir einfach hingehen und sagen, Energie, Schwerkraftbatterie. Ihr seht schon. Oh, ja. Ach, du lieber. Okay, vielleicht könnte man da oben aber auch einfach, mit Lagern so extrem hochbauen, dass das ein bisschen nach was aussieht, aber nur so mit Plattformen sieht das ein bisschen ätzend aus. Naja, wir überlegen uns was in der nächsten Folge und bis dahin, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Schönen Tag. Tschüss.